willkommen zu meinem neuen Video. Solltet ihr im Hintergrund jemanden brabbeln hören, wisst ihr wieder immer Bescheid. Also, ich war in letzter Zeit wieder ein bisschen Beauty-Sachen shoppen und ich dachte mir, warum nicht wieder ein Beauty-Haul für euch drehen, weil ich da Lust drauf habe, ja. Ich habe auch viele Babysachen gekauft. Solltet ihr auch Baby-Fashion-Haul sehen wollen, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich es auch machen, weil ich bin wieder eskaliert beim Einkaufen. Kann nichts dafür. Ich würde nur sagen, wir fangen jetzt auch direkt mit den Produkten an. Ich erzähle euch immer, warum ich sie gekauft habe. Kommen wir jetzt zum ersten Produkt, was mir leer gegangen ist damals vor 4 oder 5 Monaten. Hatte ich nicht näher nachgekauft, weil, ja, das kann man nur in Breuninger und Stuttgart kaufen, online shoppen. Hatte ich irgendwie keine Lust, frag mich nicht warum. Und zwar habe ich mir die Origins Vita Zinc Lichtschutzfaktor 15 gekauft. Das ist eine Tagescreme, die aber so eine CC-Creme auch ist, die korrigiert. Sie gibt dem Gesicht so ein bisschen Farbe, also beziehungsweise korrigiert und ein bisschen schönen Teint. Und vor allem jetzt im Sommer, wenn jetzt wieder meine Pigmentflecken anfangen, ist für mich Lichtschutzfaktor ganz, ganz wichtig. Das ist in der Tagescreme Nummer 15 drin. Ich habe aber auch noch einen Sonnenschutz Nummer 50 von Estée Lauder extra nochmal eine Tagescreme für mich, weil, wie schon gesagt, ich kriege Pigmentflecken durch die Pickel, die ich manchmal habe. Und im Sommer, wenn dann die Sonne drauf scheint, werden sie noch dunkler. Und das braucht kein Mensch. Das hatte ich mir gekauft in Breuninger in Stuttgart. Da war irgendeine Aktion, weil ich mir gleich 2 Tagescreme von denen gekauft hatte, weil ich ja ein bisschen aufstocken muss. Ja, ich will nicht jedes Mal nach Stuttgart rennen. Habe ich von Origins eine Maske bekommen. Also ist eine Maske mit grünem Tee, Spirulina und Spinat. Also eine grüne Maske angeblich, die gut schäumt. Ich weiß nicht, für was sie genau ist. Werde ich noch alles rausfinden. Ich denke, sie soll den Teint irgendwie schöner machen oder sowas. Und ja, bin schon gespannt, wie die ist, weil die habe ich ja dazu als Goodie bekommen, weil ich gleich 2 von denen bekommen habe, gekauft habe. Dann habe ich mir als nächstes von Kerastase ein Form Fatale, ist noch in einer Packung drin, also beim Friseur so Form Fatale, Gel gekauft. Das ist so ein Blow Dry Gel. Also ihr wisst ja, ich mag es immer, trotz meiner Locken, meine Haare irgendwie so glatt zu föhnen. Ich weiß, sie wirken jetzt etwas trocken, liegt aber jetzt auch ein bisschen am Licht und so. Ja, und ich mag sie immer trocken föhnen, aber ich mag sie ja nicht trocken und platt. Ja, deswegen brauche ich immer so ein Produkt, irgendein Styling-Produkt, was ich mir in die Haare gebe, dass ich ein bisschen Volumen habe, und ich mag einfach die Kerastase-Produkte. Ich weiß, sie sind teurer wie die meisten Drogerieprodukte, aber ich verlasse mich da einfach bei L'Oreal. Ist ja von Kerastase, genau, L'Oreal ist das. Verlasse ich mich einfach drauf, und das habe ich mir jetzt einfach bei meinem Friseur des Vertrauens geholt. Für mich im Sommer muss ich immer ein bisschen Glow machen und so, und ich benutze momentan immer den Highlighter von MAC Pearl, habe ich aber heute irgendwie nicht drauf gemacht, weil ja, ich schon genug Glow habe durch die Blush, wollte ich jetzt nicht wie eine Glitzerkugel durch die Gegend rennen. Aber für mich ein definitives Sommer-Must-Have, und deswegen musste ich es mir nachkaufen, weil ich es nur noch in meinem Make-up-Artist-Kit habe und die anderen hatte ich irgendwie verlost. Und zwar habe ich von Femme Benefit das High Beam gekauft. Ich finde, das gehört im Sommer voll zu Must-Haves. Ich mag das, ich vermische das auch manchmal mit der Foundation direkt da drauf und gehe da mit dem Beauty Blender, sodass ich so ein Glowy Teint habe an den Stellen direkt. Oder es ist einfach so ein Allround-Produkt und ich mag es einfach nicht missen. Ich mag das im Sommer, aber so eine Flasche reicht mir ein ganzes Jahr. Ich benutze es auch manchmal an den Stellen hier, wenn ich so auf die Fashion Week gehe oder so. Man ist ja auf dem Red Carpet und bla bla bla. Und dann vermische ich das auch ein bisschen mit Body Lotion, trage das so hier auf an den Stellen, die ich highlighten möchte. Ja, muss man aber nur aufpassen, falls man weiße Sachen dran hatte, weil das ist nicht, also das geht ja dann auf die Klamotten. Als nächstes, was ich mir auch gekauft hatte, weil das hatte ich privat auch nicht mehr, wie schon gesagt, ein Make-up Artist Kit und den Rest hatte ich irgendwie verlost und es wurde wieder dunkel, ist von Benefit das Hoola Puder. Ich habe mir wieder das große gekauft, weil es gibt natürlich auch so kleinere in Sets, aber ja, sowas habe ich dann immer mit dabei und es ist für mich auch definitiv Summer Must Have. Damit kann man super gut konturieren, weil es halt ein richtig schöner, auch aschiger Ton ist. Und muss man aber sehr gut dosieren, weil man leicht sonst sich übermalt. Sammy war ja, wie ihr auf Snapchat von ihm mitbekommen habt, oder ich glaube, er hat gebloggt oder so, in Abu Dhabi und Dubai. Und er hat mir von Huda Beauty die Lashes bestellt.
Und zwar hat er mir die Giselle Lashes bestellt. Sie sehen sehr, sehr schön aus. Ich kann es kaum erwarten, sie zu benutzen, weil ich habe zu ihm gesagt, wenn du nach Dubai gehst, und ich war jetzt so oft in Dubai, ich habe mir die Huda Beauty Lashes nicht bestellt, gekauft. Frag mich nicht, warum, weil ich nicht dazu gekommen bin. Ich habe gesagt, wenn du dahin gehst, dann kauf sie mir. Dann hat er mir auch noch, weil meine NARS-Vorräte demnächst im Bach runtergehen, hat er mir von NARS den Radiant Creamy Concealer in Medium 2 Jizzle gekauft, weil der mir auch leer gegangen ist. Und ich finde, es ist einer der besten Concealer überhaupt auf dem Markt. Ja, so schön deckend, so schön creamy. Ich, meine Haut freut sich schon mit Make-up, wenn ich das benutze. Ein kleiner Schreit rum. Dann war ich der Meinung, dass ich einen neuen Blush brauche. Fragt mich nicht, ich war irgendwann mal auf Cosmetic for Less oder war ich auf Amazon, ich weiß nicht. Und zwar habe ich mir von Sleek einen Blush bestellt in der Farbe Flamingo. Und ich finde, Sleek ist sowieso, wenn es in Sachen Blush geht, und vor allem für dunkelhäutige Mädchen unter euch, ich finde, Sleek ist einer der günstigsten Marken, die für eure Hauttöne die Blushes macht. Und sowas knallt dann auch richtig auf diesen ganzen Hautfarben. Und ich finde, das ist so eine schöne Farbe. Man muss nur Sleek richtig gut dosieren, weil ihr sonst leicht overblushed ausseht. Und jetzt soll ich mir ein Baby White nehmen, weil sonst habe ich hier das Ganze auf diesem Oberteil drauf. Dann habe ich vor einiger Zeit ein Paket von Vichy bekommen. Und zwar haben die mir eine Lichtschutzfaktor-Pflege... Sonnenschutzmilch ist ja Sonnenschutzgel, Gelmilch geschickt, und zwar in den Lichtschutzfaktor 30 für die Haut. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Die ist ohne Parabene, hat einen Lichtschutzfaktor von 30, also ist auch aus einem Apothekenprodukt. Also gehe ich da mal von aus, dass es auch meine Haut auch gut verträgt. Bin schon sehr gespannt. Es ist wasserabweisend und hat keine weißen Rückstände. Also das heißt, wenn ihr euch eincremt, dann seht ihr nicht aus wie manchmal so Kreide am Strand. Ja. Bin ich halt sehr gespannt, ob die mir vom Geruch gefällt, wobei, das könnte ich eigentlich auch gleich testen. Das riecht sehr gut. Irgendwie riecht es sehr, sehr fruchtig. Lecker. Dann war in dem Vichy-Paket auch noch ein Serum, und zwar das Lift Active Serum 10 Supreme. Ist mit Hyaluronsäure, es ist ein Power Youth Serum für die beschleunigte Zellregeneration. Oh, brauche ich das etwa? Ja, so langsam. Bekämpft 10 Zeichen der Hautalterung und angeblich bereits nach 10 Tagen sichtbare Ergebnisse. Ich bin ja so ein Mensch, ich halte nichts von diesen 10 Tagen. Wisst Bescheid, bei mir ein Hautzyklus sind 28 Tage. Das heißt, die ersten Ergebnisse sieht man eh erst nach 2 bis 3 Hautzyklen, also 2 bis 3 Monate. Nach 10 Tagen sieht man vielleicht nur, dass die Haut mit Feuchtigkeit versorgt ist, aber jetzt nicht so dramatisch fein rum. Und das ist auch ohne Parabene. Bin schon sehr gespannt, wie das ist. Dann, bleib bis zum Schluss dran. Es gibt eine kleine Verlosung. Das habe ich vergessen zu sagen. Dann habe ich vor einiger Zeit von Urban Decay die XX Weiß Limited Reloaded Palette zugeschickt bekommen. Ich wollte unbedingt einen Blogpost dazu machen, aber ich habe es einfach im Eifer des Gefechts mit dem kleinen Bagel nicht hinbekommen. Deswegen dachte ich mir, ich stelle sie euch jetzt so vor. Es ist eine wunderschöne große Palette. Mit vielen Farben. Ich habe da auch schon ein bisschen rumgespielt. Farben sind sehr schön. Ich habe letztes Mal, also den Look, wo ich ganz, ganz lockige Haare hatte, ich glaube bei meinem Yes or No Produkt Review, habe ich das mit dieser Farbe geschminkt gehabt und ich glaube mit irgendeiner anderen und mit der Farbe. Also ich habe ein bisschen rumgespielt gehabt. Ist eine sehr, sehr, sehr schöne Palette und Urban Decay tut einen ja eh nie enttäuschen in Sachen Lidschatten. Sind immer super gut pigmentiert. Genauso wie die Make-up-Lidschatten. Genauso wie viele andere. Wobei so viele sind gar nicht gut pigmentiert. Also manchmal zahlt man auch 50 Euro für manche Lidschatten und denkt sich, you're kidding. Dann war das jetzt auch mein Beauty Haul aus Sachen, die mir Sammy geschenkt hat, Sachen, die mir zugeschickt wurden und Sachen, die ich mir selber gekauft habe. Und jetzt gibt es auch eine kleine Verlosung, weil viele von euch mich jedes Mal fragen. Ihr fragt mich immer, egal in meinen Vlogs, egal auf Snapchat, egal welche Lippenstifte ich drauf habe oder welche Lip Liner und zum Teil noch heute und ich sehe, ich bin hier verschmiert. Oh nein, im ganzen Video verschmiert. Ja, kommt davon, wenn man es schnell macht mit dem Baby. Ich liebe die Urban Decay Gwen Stefani Lip Liner und ich sage das nicht, weil sie mir damals zugeschickt worden sind, sondern wenn ihr mir auf Dani's Life folgt, dann seht ihr, wie oft ich die trage. Ich liebe die über alles, vor allem Firebird. Jetzt, wie heißt das andere? Ich glaube... Erst die eine Farbe, genau. Rocksteady, die eine Farbe hat 714, fragt mich nicht, warum sie so heißt. Liebe ich über alles und die Lip Liner halten den ganzen Tag und die Lippenstifte auch. Und ich dachte mir, warum nicht an meine Zuschauerin verlosen etwas, was ich so sehr liebe. Und zwar verlose ich heute 2 Urban Decay Gwen Stefani Reihe.
so Lippenstifte. Und zwar einer meiner Lieblingsfarben, wie ich vorhin schon gesagt habe, Rocksteady und 714. Ja, was ihr dazu machen müsst, dem Video einfach einen Daumen hoch zu geben, Abonnent von mir sein und mir einen Kommentar einfach schreiben. Welchen Kommentar solltet ihr mir schreiben? Was ihr dann unbedingt mir in die Kommentare noch schreiben solltet, was eure Must-Haves sind für den Sommer. Damit nehmt ihr einfach an der Verlosung teil. So, dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Glück bei der Verlosung von diesen zwei Lippenstiften. Macht mit, habt eine intakte Infobox. Hat letztes Mal gut mit den Essie-Nagellacken geklappt, die damals sich gemeldet. Die Essie-Nagellacke sind schon bei ihr angekommen. Ich werde immer mal wieder was verlosen, um euch irgendwas zurückzugeben. Und jetzt schreit mein Baby, ich höre es hier. Hatem hat es jetzt genug beschäftigt und jetzt schreit nach der Mama. Jetzt muss ich rübergehen und ich hoffe, euch hat der Beauty-Haul gefallen. Ihr freut euch aufs das nächste Mal. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr unbedingt den Baby-Haul-Fashion-Haul sehen wollt. Und ja, das war es jetzt von meiner Seite. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Genie in the bottle. Wie komme ich gerade drauf? I'm a genie in the bottle. Ist das Gehirn im Lichte geschmolzen. So, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye!